Waren alle einfach, waren wirklich alle einfach. So ein Scheiß. 2 Uhr ist geplantes Sendeende. Sendungs- und Sendeende. Zugeschlagen! Oh. Wer ist am Telefon? Hallo? Aufgelegt? Ach du Scheiße. Komm, ganz schnell, nochmal starten. Auf die Plätze, fertig, los. Zack, ganz schnell. Wenn Sie durchkommen, 3, 2, 1, los, komm. Zack, ganz schnell. Wenn Sie gleich durchkommen, sagen Sie mir ganz, ganz schnell nur die Lösung. Nur die Lösung sagen. Achtung, zugeschlagen. Wer ist am Telefon? Hallo? Ja. Sagen Sie Ihre Lösung, ganz schnell. Hab ich vergessen, für lauter Schreck. Mein Gott. Ich hab für lauter Schreck. Gockel. Ein Gockel, 2 Gockel. Bleiben Sie dran. Viel Spaß gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. So. Gewattersmann. Flügelmann. Vorschotmann. Weidmann. Weidmannsheil. Kennen Sie? Enzmann. Aulmann. Nonnemann. Tallimann. Ackesmann. Schon wie Ackersmann. Evangelimann. Nie gehört. Woltmann. Zwingmann. Wennemann. Ombudsmann. Fahrensmann. Ausguckmann. Ah, der ist wahrscheinlich da oben, guckt. Schliemann. Lagmann. Noch nie gehört. Sie? Schomann. Fehnemann. Rotmann. Lühmann. Bienemann. Was ist denn ein Bienemann, Regie? Hausvertrauens. So was gibt's? Kind. Bettimann. Insmann. Englischmann. Englischmann? Was ist Englischmann? Klubobmann. Und Norman. Flipp aus! Ben, seid ihr alle wahnsinnig? S. Schluss. Dirk? Schluss. Ich mache nichts mehr. Ich gehe heim. Das ist nicht ernst. Das ist nicht ernst. Das ist nicht ernst. Jetzt sagen Sie mir doch bitte mal eine richtige Antwort. Es muss doch nur noch richtig sein, dass... Nein! Ja, ja. Wer ist da bitte? Machen Sie bitte Ihren Fernseher mal ganz leise. Dankeschön. Nee, der ist ja noch da. Bitte ganz weg den Ton, weil wir unterhalten uns ja über Telefon. Nein! Hier hatten wir zum Beispiel Adrastos, da wäre es gewesen Corinne, da wäre es gewesen Bartel, da wäre es gewesen, hier, Gerion, den meinte ich, der ist ja nicht so schwer. Gerion, dann Baruch, Dorian, Harmen, dann hatten wir hier auch sehr exotisch Berdil, dann haben wir Fortunat und hier haben wir noch den Jorik. So, das war's, liebe Zuschauer. Können wir abreißen, das ist erledigt. Wenn es heute nicht bei Ihnen geklappt hat, ach, da hätten wir noch männliche Vornamen mit E am Ende gehabt. Auf den Bezug. Hagar, was hat der Jürgen da? Marcelina, natürlich. Marcelina. Katrina. Tail. Magali. Casta. Galina und Majorie. Ja, ich bin Amerikaner. Jetzt! So? Ben. Hey, Antwort ist 36. Wie bitte? 36. Was 36? Also ich sag die 12. Nein! Wir hatten noch Lappentaucher. Nein! Hackney. Nein! Wir hatten noch die Gamma-Eule. Cargus. Nein! Nein! Langshan. Nein! Basinyi. Nein! Marsoi. Nein! Malinois. Nein! Nandus. Ich meine, für 30.000 Euro sind ein bisschen schwieriger. Aber nein! Das Kamakpferd zum Beispiel. Das, also kannte ich jetzt zum Beispiel. Nein! Tarpan, den kannte ich auch.
Nein! Ragdoll. Nein! 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 Ja. Nein! Es Segler. Malteser. Harrier, den kenne ich jetzt nicht. Das ist bestimmt ein Hund. Raya, den kenne ich. Pinscher. Alles Hunderassen. Der Pinscher, die Pinscher. Der Zobel, die Zobel. Kennen Sie sicher auch, das ist so ein Pelztier. Der Bartträger, die Bartträger, das weiß ich jetzt nicht. Was ist das für ein Tier? Naja. Der Stachelrochen, die Stachelrochen. Der Haflinger, die Haflinger. Und der Araber, die Araber. Das sind beides Pferde. Ich habe ja deine Sendung verfolgt vor 30 Wochen, als dieser Herr aus Bremerhaven mit ungefähr 16 Promille bei dir in der Leitung war. Er hieß, ich weiß es nicht mehr. Er war Gabelstaplerfahrer. So, genau. Mal gucken, ob wir den heute auch noch hören. Höllenstein. Der Tuffstein, nicht genannt, Mandelstein. Kesselstein, Mockerstein. Und hier weiter, der Buckelstein, Laubenstein, Bautastein, Mutterstein, Textbaustein, Effusivstein, Ortstein. Und der Magnat, Magnet Eisenstein. Also ich muss sagen, ein paar sind natürlich schwieriger gewesen. Das Cystein ist schon schwierig. Aber das war ein einziger. Und da waren ein paar dabei. Die man, da hätte man echt noch. Naja. Südkaper, Gink, Staatsqualle, Saluki, kenne ich, Sanga. Dann jetzt bitte! Tut mir leid. Eins? Ja. Aber meins wird mit AI geschrieben. Das würde mit MAI, ist aber egal, Sie kriegen 10 Euro. Wäre. Da. Das wäre Wetter, wäre auch dabei gewesen. So, Zebra, da, das. Das wäre alles noch dabei gewesen. Schauen Sie mal. So, so. Ja, das ist ja auch hier fest. Das ist ja Wahnsinn. So. Alles wird runtergerissen. Genau. Funktionsleiter. Mein Chef quasi. Ja, hilf mir. So. So, schauen Sie mal. Das wäre alles dabei gewesen. Gut, wäre auch dabei gewesen. Wir beide verabschieden uns nun. Es war eine tolle Sendung mit vielen Gewinnern und großen Gewinnen. Tschüss. Den Pelztierzüchter, den Rama, den Entroster, den Bobfahrer, den, ach, jetzt hätten wir es auch noch runter, Ausbaufacharbeiter, den Steinschneider, also wie gesagt, das sind jetzt hier teilweise Berufe, die ich selber noch nicht gehört habe, aber auch wirklich teilweise schwer, Bauwerksabdichter, wie lange habe ich noch, Regie? Champagner, Confessier, Arithmetiker, yes, das ist ja pervers. Einschaler, okay, das, da ist jemand aus meiner Familie, ist da in diesem Berufszweig drin. Wie lange habe ich noch? Oh, den Gabeljungbar, den Kesselritter, den Seiler, den Trickfilmzeichner und den Schleusenwerfer. Tschüss! Ah. Carson, ja? Edgis, sind die Namen natürlich dann noch ein bisschen, das ist Varia für Sada, Katriona, Rahab, den exotischen Namen. Haben Sie 300 Euro bekommen, sei es, Sie kriegen 20, bleiben Sie am Telefon. Meine Damen, ach so, genau, jetzt haben wir hier noch die etwas schwereren. Yvonne, ah nee, Eisen wird das ausgesprochen. Kölestin, was ist das? Leute, hat mir eine Asquin, ja, ja. Adalwin. Aladin gibt's. Trautwin, oh ja, wuh. Gottwin, okay. Gottwin geht, ist so mittelschwer. Frohwin. Ach, hier unten noch einen. Der Crispin. Ach du Himmel, Herrgott. Also, da war noch einer, der war vielleicht so ein bisschen mittelschwer. Der Rest war schon sehr, sehr schwer. Aber Regie, Falte! Ich gehe hier nicht raus. Ich muss raus, meine Damen und Herren. Ich erkläre es Ihnen morgen. Tschüss! Ich schreibe es mal hin, ja? Ja. So, Anlagen, ja? Ja. Anlagen, Energieberater. Oder wie, was war das? Ja. Energie.
Berater. So, jetzt passen Sie mal auf. Wie war Ihr Name? Rita. So, passen Sie auf. Da habe ich ein T vergessen, ist aber nicht weiter schlimm. Es geht ja um die E's. Berater. Bebaha. Guck mal, was ich geschrieben habe. Was ich für einen Mist geschrieben habe. So, hier kommt ja dann R. So. Anla. Ich habe hier einen Scheiß geschrieben. So. So. Klütz. Klütz. Schön, man ist weg. Bis morgen. Tschüss. Ach, 10 Sekunden noch. Da kann ich ja noch hier Geschichte erzählen. Nein, Mann, ist gut. Jetzt hab ich mir die Krawatte eingeklemmt. Seht ihr das? War eine Scheiße. Mann! Flößer, Zinngießer, Arbeitsmarktmanager, Kopfschlechter, was? Rekruter, Skipper. Was ist das denn? Ankleider. Ja, entschuldige, ich muss dir jetzt Gas geben. Bauabrechner, Speiseeishersteller, Korbmacher, kennen Sie ja. Keramiker, war heute dabei. Dorfhelfer, kennen Sie. Nautiker, Chemiker, den kennen Sie. Edelsteinfasser, Profiler, Drahtwarenmacher, Textilreiniger, Chemielaborjungwerker, Bogenmacher, Glasveredler, Zapfer, Goldschläger, Fahrer, kennen Sie, Piercer, kennen Sie, Underwriter, Denkmalpfleger, Katastertechniker, Sprengbeauftragter, Kognitionswissenschaftler, kenne ich nicht, Steuerberater, kennen Sie, Büchsenmacher, kennen Sie, Teilezurichter, kennen Sie, Wildhäger, kennen Sie, Geldzähler, kennen Sie. Tale, Tail, okay. Idgith, aha. Mafalda, okay, das. Magali. Damaris. Mali. Und Calliope. Okay. Stachellicht. Büchsenlicht. Ja, Auerlicht. Nachschusspflicht. So, dann haben wir die Ausgleichungspflicht. Schwindlicht, Widerstandspflicht, Chronistenpflicht, Repräsentationspflicht, Andienungspflicht, Laborlicht. Ja, Laborlicht und Nachthimmellicht. Neograzist ist jemand, der sich, das war das mit den Sprachen, ne? Griechische Sprachen. Terrazzoleger. Wettannehmer. Obwohl Wettannehmer, ehrlich, wenn sowas kam wie Gerichtsmediziner, Wechsel, nee, was? Geldwechsler, da hätte auch Wettannehmer kommen können. Vervielfältiger. Kesselwärter. Semitist. Betonsanierer. Kernmacher. Beikoch. Teigmacher. Hier, E ist nicht gleich A. A. Das ist das Ziel dieser Sendung. Ich bitte, bitte bis morgen Hausaufgabe. Diese Ungleichung bitte bis morgen auswendig lernen. E ist ungleich A. Ganz wichtig, bis morgen bitte lernen. E ungleich A. Leon. Leon. Ich gehe nach Hause. Guten Abend. Pflichtspezialist, Ramp Agent, Gartenbauwerker, Parlamentsstenograf, Baltist, Tai Chi Chuan Lehrer. Okay, das ist wirklich doof. So, das ist mein Bruder von Beruf. Genau das. Landmaschinenmechaniker Meister. Sie hätten sogar den Meister weglassen können, haben wir vorher besprochen. Hätten Sie Landmaschinenmechaniker gesagt, hätte ihn der Welt gehört. Da, Campaigner, Waschstraßenbetreuer, Naturwerksteinmechaniker, Fahrbetriebsregler,
Handzug-Instrumentenmachermeister, das aber auch bitte. Parklagenwächter, Wasserstraßenverkehrswart und Fahrzeuginnenausstatter. Also ich muss wissen, meine Damen und Herren, die Begriffe lauten Quartierschein, warten Sie. Umsteigfahrschein, das ist auch nicht. Fahrzeugschein, den kennen Sie ja, oder? Benzingutschein kennen Sie auch. Augenschein kennen Sie wahrscheinlich auch. Kabettschein kenne ich nicht. Jungschein. Neutitschein kenne ich nicht. Ladeschein. Abendsonnenschein. Na ja, gut. Bornschein. Sextilschein. Depotschein. Pfandschein. 1000-Markschein. Widerschein. Gleichschein. Geschein. Mutschein. Requisitionsschein, der ist schwer, 500-Markschein. Glorienschein kenne ich nicht. Totoschein kenne ich. Geviertschein kenne ich nicht. Partizipationsschein kenne ich auch nicht, sage ich Ihnen ehrlich. Antwortschein, den kenne ich. Lokalaugenschein, naja. Aber Fahrzeugschein, wollen Sie? Meine Damen und Herren, ich muss das nur schnell machen. Wegeschein, Lieferschein, den kenne ich auch. Interimsschein, also Lieferschein, gut. Bordschein, das kennen, glaube ich, die Jäger. Impfschein, den kennen Sie wahrscheinlich auch. Hat jedes kleine Kind, hat mein Kleiner auch. Sternenschein und Karnickelschein, das kennen, glaube ich, auch die Jäger. So, meine Damen und Herren. Zum Beispiel der Getränkebetriebsleiter. Dann haben wir hier dabei Betonmischmaschinenführer. Dann haben wir hier den Beruf Berufshubschrauberführer. Dann haben wir Behälterisolierer. Wir haben den Genderwissenschaftler, den Herbalist und die Werkschwester. So. Liebe Castor war zum Beispiel ein Vorname, den wir noch gesucht haben. Marchese. Hank. Sagt mir gar nichts. Radfried. Naja. Danail, das ist aus Dagan. Ich kenne Dagan. Radbold. Hans Heiner. Oh, Leute. Hans Heiner können wir sagen. Madi. Ladwig. Radulf. Habe ich auch schon gehört. Der Radulf. Gaston. Habe ich noch nicht gehört. Jawohl. Oh Gott. Hallo? Hallo, Max. Hier ist die Hilde. Hilde, was ist da los bei Ihnen? Was soll los sein? Es rauscht so. Peter, Dauter, Hartburg, Barb, Altjen, Tina, Hartmut, Nanon, Adi, Mina, Gala, Bad Seba, Malfalda, Halka, Gottes Willen, Dalia, ja, auf sowas kommen Sie nicht, Tamaris, Balbina, okay, Alina, Hartmut, ist es männlicher? Hauke, ja, Hauke kann man nennen, Dani, Anneke, Hanna, Alika, Ada, Fabiola, ja, Fabiola kann man nennen. Dara, Alina, Hartwiga, Cayetana und Magali. Und? Das finde ich jetzt aber widerlich. Warum macht ihr das denn? Sag mal, geht's noch? Das muss ich euch jetzt zeigen. Das kommt alles von meinem Redakteur Thorsten. Der hat ganz schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht. Das lasse ich kommentarlos mal so stehen. Das war's von Quiz und die Show. Jetzt mal schnell die Lösung, die wir Hachenburg haben wir noch gesucht. Augustusburg, Derenburg, Wilsbiburg, kenne ich nicht. Iselburg, Arneburg. Laufenburg, Osterburg, das kenne ich, Kühlburg, kenne ich nicht, Mayenburg, Langenburg, Regensburg war noch als Lösung, Neuerburg, Dornburg, Eilenburg, Schnakenburg, süß, Obernburg, Philipsburg, kenne ich, Grendelburg, Waldkreiburg, Amöneburg, Franzburg, Bad Berleburg, Ladenburg und Frohburg. Das waren die Lösungen für... War das die Antwort Kartoffelschnee, ja? Das ist ein schaumig geschlagener Kartoffelbrei. So, das war die Lösung. Mag ich übrigens sehr gerne. So, dreh dich nicht rum, dann sieht dich auch keiner. Weißt du, dann spürst du auch keiner auf der Straße. Du bist doch nicht irgendwie... Weißt du, ich kenne das.
wenn du auf der Straße bist, hey, hier, du bist ja hier, Foto, Autogramm und so. Oh, jetzt geh ich wieder. Autogramm und so weiter. Auflösen. Der Lautenist. Lautbauer ist. Ja, gehen wir uns an die Seite. Der Lautenist. Kantler, meine Damen und Herren, ist ja jemand, der die exakt die Kantel. Bevor ich Quatsch erzähle, muss ich mir die Regie sagen, weil ich kenne es natürlich überhaupt nicht, meine Damen und Herren, genauso wenig wie Sie es kennen. Tauber. Der Tauber. Ach, der zische Taub. Regie. Ja, ist doch wunderbar. Dann haben wir den Wanner. Den Nadler. Meine Damen und Herren, Sie suchen sich einfach aus, was Sie machen. Weil ich kann es Ihnen leider nicht erklären. Es tut mir schrecklich leid. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich schäme mich auch nicht dafür, sondern es ist, glaube ich, völlig normal, dass man auch den Kastner nicht kennt. Ja? Übrigens, der Tauber, das kann man schon kennen. Das ist nämlich ein Tuba-Bläser. Ja? Nur damit Sie dann nochmal... Ich habe den Katzelmacher und ich habe den Katzelmacher. Der macht irgendwas, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, die Katzel. Ich glaube, der Katzelmacher macht die Katzel, meine Damen und Herren. Und das sollten Sie eigentlich auch wissen. Der Kastner, der Kastner ist ein ganz, ganz alter Beruf. Und zwar, früher hat man dort auch Tischler oder Schreiner genannt. Nur Tischler und Schreiner konnten wir nicht hinmachen, weil wir haben ja mit A an zweiter Stelle gesucht. Deshalb haben wir uns für den Kastner entschieden. Der Zahnarzt, gut, der wurde gelöst, war aber dann doch Saalmann. Faktotum hört sich an wie eine bestimmte Zeit. Saalmann macht übrigens Testamente. So, dann haben wir den Hachmeister. Hach, der Meister. Ne, daher kam das damals. Hach, der Meister und nicht der Geselle. Und deshalb hat man Hachmeister gesagt. Das war nämlich ein Aufseher. Und der Aufseher hat über die Jagdhabichte, die es damals gab, Aufsicht geführt. Dann war es der Tafner, der hat früher, meine Damen und Herren, im Zeit um 1600, war es damals ein Schankwirt. Also wenn die Ritter mal einen saufen wollen, dann sind sie zum Tafner gegangen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, meine Damen und Herren, ob ich Ihnen sage. Kavalier, Kavler und Garagist. Sitzt in der Garage und häkelt, oder was? Der arbeitet in der Garage, meine Damen und Herren. Es tut mir schrecklich leid für diese Begriffe. Und ganz ehrlich, ich schäme mich. Heute schäme ich mich für diese Berufe. Heute. Wir haben auch manchmal Begriffe, die sind ein bisschen schöner, weil heute, das war ja Quatsch. Oder? Die Berufe, es tut mir leid. Diese Berufe spiele ich nicht mehr. Hallo, wer ist am Telefon? Im Knobelgitter. Und es war der Karas. Oder das Karas. Den Erbsenstein, das ist ein kleiner Stein. Den Bagreasstein, ist schwierig. Gangesstein kann man kaufen, wenn man da am Ganges lebt. Hohlblockstein, Hauenstein, Jagenstein. Cholesterinstein, ja, wieso nicht? Quadersandstein, Bojenstein. Der Bojenstein ist der Stein, der die Boje befestigt im Fluss oder im Meer. Perlstein, Rogenstein, Logikbaustein, Amazonenstein, im Amazonas gibt es den Rabenstein, Dickstein, Speckstein habe ich gehört, Dickstein nicht, Ausgangsgestein, Augenstein ist das, was sie in den Augentränensäcken haben, Bernstein, dann Reibstein, Similistein, Magnesitstein, kenne ich nicht, Schamottenstein, Sprudelstein, Labradorstein, Schlackenstein, Leichenstein, um Gottes Willen, Verblendstein, Marmelstein, Alaunstein und Bauteinstein. Hängt noch einer? Edstein! Schönen Abend. Tschüss. Der Kappwein, die Kochbanane, Kumquat. Ich kenne Kumquat. Kurkuma ist auch ein Gewürz, kenne ich auch. Kaufe ich auch. Also wirklich. Kräuteressig, den kennen Sie mit Sicherheit auch. Knusperbrot, weiß nicht, ob Sie das kennen, sehr lecker. Kümmelöl,
Da haben wir haben einige Kürbiskernöl haben wir gehört. Kaffee war gelöst, Kartoffelspiritus, Käsewasser. Das kenne ich nicht. Ich kenne kein Molke, ein anderes Wort für Molke. Kaffeesurrogat, das ist ein Kaffeeersatz, hätten wir auch gelten lassen. Kokosette, Kaffeebeere, Kaki-Pflaume, die habe ich vor kurzem erst gesehen. Cantaloupe, Kanditen, Kalbsfrikadellen, Kapstachelbeere, also vom Kap die, Käseresti, der Katfisch, gibt es eingefroren, Cardone und Kamut. Ich kenne Wasserentnahmeentgelt, Wasserschaff, Wasserschwätzer, oh. Wasserpolnisch, was ist das? Sein Dialekt. Hm. Wasserreservoirfrosch. Wassergeusen. Wassermoschustier und Wassernussgewächse. Meine Damen und Herren, Sie haben es gesehen, das sind mit Sicherheit jetzt keine so schnell lösbaren Begriffe. So, 15.000 Euro oder was da waren? Marcellus, Serafin, ein griechischer Name, meine sehr verehrten Damen und Herren, für alle Griechen unter Ihnen. Dann Gareth, meine sehr verehrten Damen und Herren, aus dem Niederdeutschen. Marsilius, habe ich noch nie gehört. Marsilius, was ist das? Nee, keine Ahnung. Ach, Latein für Marcel, höre ich gerade hier aus unserem Google Earth 2. Ja? So. Und Gerardus und hier Corvinus, meine sehr. Aber ist es. 5, 4, 3, 2, 1, nächster! Katastrophe. Wer ist am Telefon? Hallo. Wer ist da? Hieronymus. Bitte Fernseher leise machen, Ton ausmachen. Ton ausmachen. So ist super. Nein. Ton aus. Ja. So. Nein, Ton aus. Ton ausmachen am Fernseher. Ganz, ganz leise. Ja, ja, wir haben Zeit. Das hört sich gut an. So, wer ist am Telefon? Ja, Hieronymus. Hieronymus? Ja. Haben Sie den Fernseher jetzt ganz ausgemacht? Ja. Ist besser, ne? Ja, besser. Sind so klein die Tasten auf der Fernbedienung? Ja, ja, die Batterie ist schuld hier. Ah, die Batterie ist schuld. Okay, Hieronymus. Ja. Von was rufen Sie an? Hier war auf Dorf, das kennen die nicht. Wie heißt denn das Dorf? Vielleicht kenne ich es ja doch. Nee, das kennen die nicht. Das liegt bei Bielefeld. Bei Bielefeld, Ostwestfalen. Bielefeld, das ist bei Hamburg. Ah, alles klar. Okay, und wie heißt das Dorf? Niederochtenhausen. Ah, alles klar. Nein, kenne ich tatsächlich nicht, Hieronymus. Nee, kenne ich nicht. Nee, kenne ich nicht. Aber macht ja nichts. Geht's Ihnen gut soweit? Ja, es geht. Ich kann nicht sagen, ich habe früher Schichtdienst gemacht. Ich habe den Mittel. Ich kann nicht nachts nicht schlafen. Den okay, Sie können nachts nicht schlafen. Den Mittelteil davor habe ich nicht ganz verstanden. Ja, ich habe Schichtdienst gemacht. Ach, Sie haben Schichtdienst gemacht? Ja. Was machen Sie denn von Beruf? Im Hafen haben wir gearbeitet. Ah, im Hafen. So, das heißt, die Container von den Schiffen holen und so. Ja, kleiner Bereich. Jetzt meist ein kleiner Bereich. Jetzt ist es überwiegend mit Containern. Ja. Ist aber besser mit den Containern, da kann man einfach mit dem Kran und runter mit den Dingern, da muss man nicht mehr mit der Hand, ne? Muss ich die Maschine bedienen können. Und Sie fahren da mit dem Kran durch den Hamburger Hafen? Nee,
Bremerhaven. Bremerhaven. Sie fahren mit dem Kran durch den Bremerhaven? Nee, ich fahre bloß mit dem Gabelstapler gefahren. Oh Gott, oh Gott. Also, Sie mit dem Gabelstapler mit den beiden spitzen Zinken vorne fahren durch den Bremerhaven? Ja. Ah, das beruhigt mich. Ja, ja. Hieronymus. Ja. Haben Sie denn einen Beruf für mich? Ja, nehmen wir mal den Weber. Der Weber? Ja. Der die Stoffe webt, Hieronymus. Ich kann bloß erwähnen. Was? Hab ich jemand gewonnen jetzt? Ja, einen ganz tollen Trostpreis. Ja? Ja. Und ich schenke Ihnen noch 10 Euro für die Kopfschmerztabletten für morgen früh. Jo. Jo. Hieronymus, dann noch. Schönen Abend, Prost, ne? Nicht auflegen! Thomas, es ist alles noch steigerungsfähig. Es ist alles noch steigerungsfähig. Martin? Es ist jetzt 1.52 Uhr. Wann ist diese Sendung zu Ende? Ich hoffe nie. Nein, nein. Sag mir bitte die Ausstiegszeit. Wir haben noch 6-7 Minuten. So, diese 6-7 Minuten gucken Sie sich jetzt bitte ein leeres Set an. Ich bin für heute fertig. Ja, ja, ja. Nein, wir machen jetzt keine 6 Minuten. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich bin fertig. Ich kann nicht mehr. Thomas, kommst du zurück ins Set? Warum? Thomas, kommst du zurück ins Set? Ich kann nicht mehr, Martin. Irgendwo hat auch ein neuer Live-Moderator eine Grenze. Lehn dich doch einfach zurück und genieße es. Was genau soll ich genießen? Was so passiert. Unsere Zuschauer, die Kreativität, den Sumpf. Es beruhigt mich übrigens wirklich ungemein, dass Hieronymus nur mit dem Gabelstapler mit zwei spitzen Zinken durch den Bremerhaven fährt und nicht mit einem Kran, der einen Container in der Gegend, ne? Also du hast hier heute viel zu verarbeiten. Ich sehe, du hast es schon bequem gemacht. Ja. Möchtest du etwas loswerden oder möchtest du mit mir etwas sprechen? Machst du jetzt hier auf Dr. Sommer-Team oder was? Ja, ich bin ja eher so der Freud-Typ. Ah. Martin, was haben wir falsch gemacht heute? Jetzt hör auf mit dem Blödsinn! Dann sitzt Joachim im Ton. Oder Jürgen. Oder Tobi. Ich glaube, da hinten wird ehrlich gesagt auch getrunken. Das so, glaube ich auch. Möchtest du was loswerden? Was bedrückt dich? Weißt du, ich mache das hier ja jetzt schon seit 7 Jahren und ein bisschen. Ich habe in diesen 7 Jahren schon, ich weiß nicht, wie viele 1000 Sendungen moderiert. Ja. Ich habe viele Sachen erlebt. Nennen Sie uns ein Tier mit drei Buchstaben, Antwort DAX. Kann man ja noch drüber, ne, wegsehen. Ich habe auch sowas erlebt wie, welche Bohne trinkt man im Sambuca, Antwort Gyros. Haben dich diese Momente sauer gemacht? Nein, diese Momente haben mein kleines speckiges Herz erfreut. Weil ich mir gedacht habe, ah, da haben wir mal eine äußerste Blitzbirne in der Sendung gehabt. Meinst du nicht, du flüchtest dich da nur in etwas und du bist eigentlich ein recht trauriger Mann in diesen Momenten? Nein, 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 nein. Ich bin ein wenig, nach dieser Sendung, muss ich sagen, bin ich ein wenig desillusioniert. Ich habe wirklich gedacht, vielleicht sind es die Ringeltauben. Ja, die Ringeltauben dieser Gesellschaft. Wäre es nicht schade, die Hoffnung komplett fahren zu lassen? Worauf hoffst du noch in der Sendung morgen zum Beispiel? Was sind deine Träume? Deine Bedürfnisse? Reicht dir so eine 3-Stunden-Sendung Planet oder möchtest du auch einfach nur mal in den Arm genommen werden? Also nach dieser Sendung möchte ich definitiv einfach nur mal in den Arm genommen werden. Was ich mir für morgen erhoffe, jeder Tag ist auch ein neuer Anfang, heißt das ja so schön poetisch. Und ich würde mir für morgen quasi wünschen, was? Komm, Trixi, nimm mich einmal in den Arm, ich kann nicht mehr. Trixi, hast du das gehört? Ja. Die machen mich bekloppt heute. Die machen mich Trixi, bekloppt. Thomas, geht es nicht gut. Trixi, gehst du noch mal hin, fasst du ihn bitte noch mal kurz in den Schritt. Ach, jetzt hör auf. Was war denn das heute? Jetzt mal ernsthaft. Also Sie brauchen nicht mehr anrufen, ich starte keine Runde mehr heute, die Sendung ist vorbei. Also, dass es um die Bildung in diesem Lande nicht allzu hoch bestellt ist. Leider.
da kann ich ja wirklich, ne, das ist ja de facto so. Und das dann noch bei einem Spiel, wie nennen Sie uns einen Beruf, mit E an zweiter Stelle, jemand anruft und Bäcker und Gärtner sagt. Da denkt man sich, okay, war ja eigentlich klar, dass da sowas kommt. Dann auch noch jemand aus Osnabrück anruft, wie hieß er noch, Steven? Moment, da kommen wir gleich zu. Dass dann auch noch Steven anruft und sagt, Dachdecker, ich ihm dann erkläre, Berufe mit E an zweiter Stelle. Oh scheiße, er das wenigstens selber noch merkt und über sich selber lacht. Okay, hat er halt gepennt. Dann lieber pennen, ja, als Gärtner und Bäcker sagen. Okay, dass jemand durchkommt und Theologe sagt, und ich weiß, dass man Theologe mit H an zweiter Stelle schreibt, das ist okay. Dass jemand dann durchkommt und sagt, Ingenieur, ich weiß nicht, war eine Französin, die dann sagte, auf Französisch schreibt man das so, nein, tut man auch nicht, aber wie auch immer. So, dann habe ich das nochmal erklärt mit dem Buchstaben E und wo die zweite Stelle genau ist. Dann kam noch tatsächlich jemand durch und sagte, Leon. Was ich mir dann habe buchstabieren lassen, weil ich nicht genau wusste, was da sein soll. Bis ich dann herausstellte, er meinte Leon, den Namen. Danach habe ich in sämtlichen Sprachen, die hier im Studio gerade verfügbar waren, erklärt, was ein Beruf ist. Und dann kam dieser jemand durch. So. Der ist erschreckenderweise Gabelstaplerfahrer im Hafen in Bremen. Das Erschreckende aber, Hieronymus, geschätzten 2,5 Promille, hatte tatsächlich einen Beruf. Mit E an zweiter Stelle. Nun stellt sich mir die Frage, müssen die Dummen mehr saufen? Ich weiß es nicht. Ich begebe mich... Ich denke ja, die Dummen sollten weniger saufen und wir in solchen Sendungen mehr. Aber wenn Hieronymus mit geschätzten 2,5 Promille sogar noch auf den Beruf mit E an zweiter Stelle kommt und jemand, der nüchtern ist, Bäcker und Gärtner sagt... Man wird, aber man haltet ja kreativ. Da komme ich auf den Schluss, kein Alkohol ist auch keine Lösung.